und unsere Nachbarn und Freunde geworden sind, weil sie sich integriert haben und nun ebenfalls Opfer von Gewalttaten werden können. Und die Polizei steht dieser wachsenden Gefahr wie in der Gewaltnacht von Berlin und den sexuellen Übergriffen auf der Kölner Domplatte macht und hilflos gegenüber. Weil anscheinend genau das politisch so gewollt ist. Weiterhin sieht die giftgrüne Ideologie vor, die Spaltung der Gesellschaft und ihrer Familien weiter voranzutreiben. Auch durch das Entfremden der deutschen Sprache zum gefährlichen Transhumanismus des